Hallo meine Lieben, zu Teil 3, also C, von meiner kleinen Vorstellungsreihe vom Eco zum Raketenofen, den ich von sicherstadt.de bekommen habe. Aber was wäre so ein Video ohne was Leckeres zu machen? Wir machen heute ein verrücktes Ciabatta. Was ich dazu alles verwende? Sehen wir da drüben. Und Leute, ich befürchte fast, das Video mit den alternativen Brennstoffen wird auch wieder etwas länger. Aber bestimmt noch lustig. Geh mal rüber, schau mal an, was ich alles vorbereitet habe. Und danach können wir auch schon rausgehen. Da haben wir schon alles hergerichtet, was wir für unser verrücktes Ciabatta brauchen. Ganz klar, als Ciabatta Brot, das schneide ich auch gleich noch auf. Dann habe ich kurzen grünen Spargel gekauft. Der ist mir wirklich zufällig über den Weg gelaufen. Meine Gedanken waren, einen normalen Spargel zu nehmen und naja, bloß den vorderen Teil, aber so haben wir weniger Abfall. Wunderbar. Dann habe ich wieder solche Minutensteaks mitgebracht. Ein bisschen Bacon, ein bisschen Feldsalat. Dann, ich weiß auch nicht, warum ich das Zeug die ganze Zeit momentan nehme, Teriyaki-Soße und Sojasauce, etwas Mayo und ein Senf. Das ist soweit jetzt alles, was wir benötigen. Ob wir noch Salz, Pfeffer brauchen, ja, das sehen wir hinterher beim Abschmecken, wenn es aus dem Wok rausgekommen ist. Richtig, das kommt im Wok. Gut, dann bereite ich jetzt noch schnell Spargel und das Fleisch soweit vor. So, dann können wir hier loslegen. Und zwar den Spargel. Naja, den brauchen wir sowieso nicht so lange. So lang. Schneiden wir hinten einfach ein Stück leer ab. Und dann ist der auch schon soweit fertig. Mehr brauchen wir da gar nicht dran machen. Der ist schön dünn. Kurz genug. Ja, man könnte noch halbieren oder nochmal durchschneiden, aber ich finde es so ganz in Ordnung. Dann können wir den hier auch auf die Seite stellen. Was macht eigentlich die kaputte Kaffeekanne noch da? Ja, kaputt in dem Sinne von leer. Dann kommen wir zu unseren Minutensteaks. Und die schneiden wir einfach in Streifen. Und das machen wir mit den kompletten Steaks. So sieht man es, glaube ich. Geht schon wieder weiter. Das Fleisch soweit klein geschnitten. Dann nehmen wir uns hier wieder etwas Sojasauce. 4. Und etwas doppelt so viel wieder von der Teriyaki-Soße. 8. Also wieder meine 2:1 Mischung. Und schon habe ich noch eine Idee. Idee fällt aus wegen ist nicht. Jawohl. Kurz aufrühren und das Fleisch da rein. Und da kann das noch ein klein bisschen durchmarinieren, bis wir es nachher dann in Wok reinhauen. Ein bisschen Sößchen brauchen wir ja auch noch für das Ciabatta. Von den beiden brauchen wir nichts mehr. Da kommt jetzt unsere Mayonnaise ins Spiel. Und für so viel, wie wir meinen, dass wir nachher brauchen. Ja, das sollte auf alle Fälle ausreichen. Und da pressen wir einfach bloß ein bisschen an Senf mit rein. So. Ja, ich weiß, das Ganze eine sehr merkwürdige Kombo. Wir werden ganz am Schluss sehen, ob es schmeckt. Ich habe halt mal wieder eine verrückte Idee gehabt. So Leute. Das wär's.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen plus einen Löffel nehmen wir mit raus. Und dann können wir draußen eigentlich schon loslegen, anfeuern, gib ihm, auf geht's. Tja, dann werden wir herausen und gucken mal, was wir so alles haben. Heute nehme ich auch mal die Wachsbolleranzünder und alternative Brennstoffe. Liegen gebliebene, zum Trocknen gelegte, vergessene Walnüsse vom letzten Jahr. Erster alternativer Brennstoff, dann schön getrocknete Tannenzapfen. Dann, ob das Zeug jetzt schon brennt, keine Ahnung. Hier haben wir so Schilfgras, das habe ich auch hinten im Garten. Ja, und dann, wie ich es gesagt habe, Bambus. Der ist auch noch relativ frisch, also müssen wir ausprobieren, ob wir das überhaupt zum Brennen bekommen. Ja, ganz klar, unsere Zutaten. Heute nehme ich wieder den einfachen Wok. Ich glaube, der eignet sich da fast besser als der komplett runde. Und da hinten noch ein Woköl. Aber Leute, jetzt feuern wir erstmal an. Und ich denke, heute mache ich das richtig. Ja, mit was fangen wir an? Ein, zwei Tannenzapfen. Eins, zwei. Da können wir hier zumachen, weil dann ja der Zug besser ist. Da schmeißen wir einfach mal ein paar Tannenzapfen oben rein. Und dann zünden wir den einfach an und schmeißen wir den mal ganz unten rein, wenn er brennen würde. Der ärgert mich. Jetzt brennt er. Und der darf jetzt von unten durch das Metall, die Gitter oder die Streben, ja, die Tannenzapfen direkt anfeuern. Mal gucken, ob die schön Feuer fangen. Ja, der Rauch hauptsächlich ist jetzt definitiv erst einmal von dem Anzünder. Gucken wir mal, wie die brennen. Die Tannenzapfen. Na, wer ist denn da gekommen? Könnte Patricia sein. Jo, und während ich darüber gefilmt habe, schießen die Flammen heraus. Hallo Patricia. Hi. Ja, und nachdem das jetzt brennt, schmeiße ich einfach noch ein paar Tannenzapfen mit rein. Also wie gesagt, das ist jetzt der erste alternative Brennstoff. Viel Rauch. Vielleicht nicht unbedingt das Wahre. Lassen wir es jetzt einfach mal runterbrennen. Oh. Ich werde hier eingeraucht und meine Kamera auch. Und dann... Oh. Naja, aber warm machen sie es. Ein paar Minuten später, das hat man jetzt richtig durchgezündet. Ja, wie es immer so ist, das Zeug muss wahrscheinlich erstmal richtig warm werden. Also die Flammen züngeln definitiv mal richtig gut mit Tannenzapfen. Ich wollte schon davon abraten, aber so wie das aussieht, ist das geil. Ja, kann man reinsehen, ohne dass mir die Cam abfackelt. Yeah. Leute, ich glaube, da kann ich schon mit dem ersten Brennstoff was zum Essen machen. Und dann essen und dann nebenbei, ja, nach dem Essen weiterspielen. Gut, machen wir das, machen wir das, machen wir das. Jawohl, wir machen es. Dann schütten wir uns gleich mal ein bisschen Woköl rein. Und es scheint auch sehr schnell heiß zu werden. Dann können wir gleich mal den Becken dazu wuchten. Und man hört sogar schon brutzeln. Und zu dem Becken
schmeißen wir gleich unseren Spargel mit rein. Und das lassen wir jetzt erstmal ordentlich durchbrutzeln. Schön brutzelt zwar sich hin. Zwischendurch mal wieder nachschmeißen, bevor uns das hier ausgeht mit den Tannenzapfen. Weil die sind natürlich recht schnell weggeheizt. Ja, jetzt muss es erst wieder Feuer fangen, war ich etwas zu langsam. Boah, Leute, ich gehe mit dem Wok kurz weg. Boah. Also unten reinpusten hilft da ganz gewaltig. Machen wir unseren Spargel und Bacon fertig. Heiligsblechle, jetzt geht der Punk ab hier. Eben bei Tannenzapfen nachlegen. Der Bacon ist soweit kross, wie ich ihn haben möchte. Spargel habe ich vor kurzer Zeit auch schon einprobiert. Da hat er noch ein bisschen Biss gehabt. Wenn er jetzt immer noch ein bisschen Biss hat, ist das auch noch in Ordnung. Und jetzt haue ich da einfach ganz pauschal noch ein bisschen Pfeffer dran. Warum? Weil ich es jetzt runternehme und in eine andere Schüssel einfüllen. So, umgefüllt. Wok gleich wieder drauf. Moment. Der ist hier drin, der Spargel und der Bacon. Und nun das Fleisch. Kann ich eigentlich die restlichen Tannenzapfen reintun. Und dann können wir sagen, so mit ein, zwei Handvoll Tannenzapfen haben wir gewoppt. Ja, wer kann das schon von sich behaupten? So, das braten wir jetzt schön durch. Und wenn das durch ist, dann können wir auch schon hineingehen. Wer wollte nicht schon immer wissen, wie ich auf so bekloppte Ideen komme, wie heute? Na, ganz einfach, man hockt im Wartezimmer beim Doktor, kriegt wieder von irgendwelchen Leuten irgendwelche Bilder übers Essen und überlegt und überlegt und irgendwann, das könnte ich verwenden, das könnte ich verwenden, jenes könnte ich verwenden. Und dann geht man einfach mal zum Einkaufen, ja, und da sieht man dann das nächste, was man verwenden kann. Und schwuppdiwupp ist eine verrückte Idee geboren. Und hier tun wir nachher natürlich auch noch ein klein bisschen Pfeffer drüber. Ja, langsam brennt er runter, wird Zeit, dass Essen fertig wird. Nächster Brennstoff, was wir nachher machen, sind dann Walnüsse. Da schauen wir dann ganz genussvoll den Flammen zu. Bisschen Pfeffer noch und dann ist es auch soweit gut. So, das fülle ich jetzt in so eine kleine Schale ab, ohne die Soße und die Brühe. So, wie gesagt, die Brühe lasse ich hier im Wok drin. Die lasse ich hier draußen erst einmal schön auskühlen. Und dann kann ich mit dem Fleisch, Spargel und Bacon hineingehen. Und dann können wir auch schon zusammenbauen. So, dann, meine Freunde, folgt der lustige Zusammenbau. Habe ich alles im Bild? Wunderbar, passt perfekt. Dann nehmen wir erstmal unser Ciabatta, das ich vorher schon aufgeschnitten habe.
Sößle, das verteilen wir jetzt unten und oben. Das Sößle ist ja eigentlich noch einfacher als die Hamburger Soße, weil hier fehlt der Ketchup. Sößle verteilt. Passt. Dann ein bisschen was von dem Feldsalat unten. Grünfutter braucht der Mensch, zumindest ab und zu und solange es vom Fleisch verdeckt wird. So, dann wischen wir uns hier unseren Spargel raus. Wenn jetzt schon ein bisschen Bacon mitkommt, kein Problem. Der kommt eh gleich drauf. Und zuletzt noch schön unser Rindfleisch. Nochmal probieren. Ich würze da jetzt gar nichts mehr nach. Das war ausreichend. Jetzt muss ich mal hier Platz schaffen. Hey. Vom Ciabatta aufs Brett darf es runterfallen, aber nicht auf den Fußboden. So, Freunde. Ein Deckel drauf. Ja! Und ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das Teil an was. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso, weshalb, warum. Aber naja, fertig ist das total verrückte Ciabatta. Und ich glaube, ich muss jetzt meinen Schatz engagieren zum Anschneiden, damit ich die Kämpfführung machen kann. So, Schatz, weite deines Amtes. Ich halte hier mit. Hefetes Brot. Boah, ey. Leute, sieht das geil aus? Oder sieht das geil aus? Ja. Njam. Ich denke, wir werden das jetzt verspeisen. Und danach sehen wir uns zum Essensfazit nochmal draußen. Beziehungsweise zum Weiterzündeln. Prost! Darf auch mal zu einem Video. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr schaltet jetzt nach der Szene nicht gleich ab. Ich spreche jetzt mal das Fazit zum Essen. Leute, ich sag's euch, das Teil war der Wahnsinn. Abartig geil. So einfach. Boah, einfach nur geil. Schatz hat zwar gesagt, etwas zu viel Mayonnaise, aber das ist, glaube ich, dieses Mal vernachlässigbar, der Kritikpunkt, und macht das Teil nach. Also egal, ob jetzt drinnen auf dem Herd, in der Pfanne, draußen auf dem Gasgrill, auf dem Seitenbrenner, nur auf Holzkohlen, egal, macht das Teil nach. Brutal. Gut, dann haben wir ja noch Walnüsse, Schilfgras und Bambus. Dann hätte ich mal gesagt, komme ich rüber und feuer mal weiter. So, Asche ausgeleert. Ich habe einfach den kompletten Pott genommen und mal ausgeschüttelt. Das brauchen wir nachher erst. Dann für die Walnüsse machen wir auch wieder ganz einfach so einen Anzündwürfel, Wachsboller-Anzündteil. Schubs mal unten rein. Und
schmeißen einfach mal eine Handvoll Walnüsse mit rein. Und dann sehen wir schon gleich, was passiert. Ah ja. Schmeißen wir halt einfach noch ein paar mehr rein. Gratwurst. So. Wachsknödel brennt. Jetzt müssen die bloß noch ordentlich Feuer fangen. Ja. Was ich noch dazu sagen wollte, mit den Tannenzapfen natürlich jetzt, war der Wok von unten sehr extrem rußig. Das Ding vielleicht nicht so direkt in die Küche stellen zu eurer Frau, das könnte Ärger geben. Na gut, ich habe es Gott sei Dank gemerkt und habe das unten selber noch abgewaschen. Den Rest habe ich ihr jetzt überlassen. Ich will halt einfach nur noch zündeln heute. Ja, viel Rauch, viel Rauch, viel Rauch. Ach ja, im Übrigen, der Pott ist wieder in der Zwischenzeit komplett ausgekühlt. Da ist nichts mehr warm. Ich glaube, da rührt sich was. Zeitlich kommen die Flammen hoch. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, wie gesagt, dauert. Jo, ich glaube, jetzt hat das gepackt. Oh, der zieht nicht schlecht. Jetzt so. Gehen wir mal hier drüber. Die Walnüsse brennen. Haben angefangen zu brennen. Geil. Von der Temperatur. Hätte ich jetzt fast gesagt, wärmer als die Tannenzapfen. Da machen wir jetzt ein richtiges Freudenfeuer. Walnuss, 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 Walnuss. Oh, mir fällt es gerade nicht ein. Mandel. Die brennen auch, habe ich mir sagen lassen. Nochmal eine Mandel. Ja, irgendwie haben wir das ganze Ding hinten draußen stehen lassen und komplett vergessen. Ich mache den jetzt einfach mal voll. Und jetzt habe ich ihn ausgemacht. Es war eine zu viel. Ja, also übertreiben sollte man es auf alle Fälle definitiv nicht mit so einem Ofen, weil, ja, Luftzufuhr etc. pp. Nehmen wir hier ein bisschen Platz. Aber zum Räuchern geht's auch. Jetzt haben wir einen Räucherofen. Ja Leute, ich habe euch ja prophezeit, das Video könnte lustig werden. Also zu viel Walnüsse sind eindeutig als Nebelmaschine zu gebrauchen. Aber bei nicht zu vielen gibt es eine schöne heiße Flamme. Ich breche zusammen, Mann. Oh, gerade hat er geflammt. Ich habe noch einen Anzündwürfel unten rein. Ein Wachsboller. Schauen wir mal, vielleicht kommt es noch mal. Ja, ich glaube, den Versuch breche ich so halbwegs ab und hol wieder ein paar von den Walnüssen raus. Ja, drei Walnüsse zu viel waren es, eindeutig. Aber jetzt haben wir ein schönes Feierle. Und ich kann mich endlich wieder wärmen. Hey!
nicht ausgehen. Also Leute, Fazit zu der Walnüsse. Na, Kamera stehen bleiben, stehen lassen. Fazit zu den Walnüssen. Sehr geiler Brennstoff, sehr geiles Rauchgas, wo auch schön brennt. Hallo mein Schatz. Mein ganz Ding verrohrst da oben mit deinem Ding. Ich glaube, da werde ich da... Ich glaube, da gibt es jetzt gleich einen Anschiss. Ja, draußen regnet es aber. Ja, aber dann musst du das nicht machen, wenn es regnet. Dann musst du das im Freien machen und nicht unter meiner Pergola, dass alles verrohrst und nur schwarz ist. Leute, Chefin hat gesprochen. Ich baue um. Und geh weiter am Rand. Besser? Besser. Fällt mir trotzdem noch nicht. So, meine Lieben, und bevor mir mein Schatz jetzt heute doch noch den Hals umdreht, werde ich das Ding jetzt ausmachen und ja, hoffen, dass es morgen nicht regnet. Dann mache ich die ganze Aktion mit Bambus und Schilfgras, ja, außerhalb der Pergola weiter. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Ja, Männer, ihr wisst ja, Frauen sollte man definitiv nicht widersprechen. Ich habe das ganze Ding jetzt einfach genommen, hinten im Garten in die Feuertonne reingekippt. Ja, das war's dann für heute. Ich zünde halt dann morgen weiter. Ja Leute, da habe ich wohl noch Glück gehabt. Man sieht nicht viel da oben. Also, es kann weitergehen mit unserer Befeuerung vom EcoZoom. 2 bis 3 Tage sind jetzt vergangen. Ich hatte noch was anderes zu tun. Was ich jetzt aber noch machen werde, ist die großen Bambusdinger hier noch schnell mit dem Hammer mal draufkloppen. Mal schauen, ob sie brechen. Ein Grund ist, dass sie leichter anfeuern. Der andere Grund ist, die Dinger können platzen. Die machen dann immer so schön Puff-Peng. Das will ich damit vermeiden. Ja, und das Schilfgras-Zwicksel hier, das werde ich einfach auch noch mal mit dem Hammer drauf klopfen. Das mache ich jetzt soweit. Und dann sehen wir uns hier bei der Befeuerung. Da ist er nun, der leicht zertrümmerte Bambus. Also vom Platzen her und Peng machen dürfte nichts mehr der Fall sein. Die Kleinen habe ich auch etwas geklopft, das Schilfgras auch. Hier habe ich zur Verstärkung der Anfeuerung einfach noch 2 Holzkohlestückchen rein. Ja, und dann feuere ich an. Und Freunde, ich habe ja den vorherigen Teil von dem Video schon bearbeitet und habe gesehen, ich bin schon über 27 Minuten, aber das ist mir wurscht. Es macht einfach Lust und Laune nach mehr. Ja, und wie man es ja nicht machen sollte, das habe ich ja mittlerweile auch begriffen, ja, nicht den Ofen zu vollstopfen. Habe ich ja, glaube ich, auch eingeblendet. Gut, feuern wir wieder an. Jetzt erst einmal zum Anfeuern die kleinen Bambusdinger rein. Und schauen wir mal, wie schnell die Feuer fangen. Und dann können wir die dicken reintun. Das Anzündteil unten drin brennt immer noch. Der kleine Bambus brennt relativ schnell weg. Deswegen schiebe ich jetzt einfach mal den großen hinterher. Erst einmal den gut aufgespaltenen hier. Schauen wir mal, wie der gleich anfeuert. Nebenbei die Kleinen immer wieder nachschieben. Und schauen wir, was passiert. Der ist auch noch gut aufgefächert. Naja, gut. Schieben wir alle 3 rein. Das ist definitiv noch nicht so viel. Weil in Zukunft werde ich wirklich aufpassen, dass ich das Ding nicht mehr überfülle. Und ja, durchs Überfüllen eben kann keine Luft mehr nach oben raus. Also qualmt es bloß noch. Den Fehler mache ich nicht mehr. Nein, nein. Gut, lassen wir es anbrennen.
Also brennen tut er, der Bambus, wenn auch nicht ganz so, wie ich mir das erwünscht habe. Hitze schmeißt er auch. Was ich allerdings machen werde, ich werde mir lauter solche Bambusstücke, so wie die jetzt waren, zurechtschneiden. Eventuell gleich kleinklopfen und mir die alle in einen Karton rein, dass die trocknen. Weil, ja, ich weiß von meiner Feuertonne hinten, dass der Bambus, wenn er mal richtig brennt, dann brennt er. Aber ich vermute einfach, die hier sind jetzt einfach noch zu frisch und zu feucht. Gut, dann nehme ich jetzt mal die Bambusstecken raus und dann nehmen wir unser komisches Schilfgras, was ich da habe. Naja, da wird irgendwann dann, wenn das Zeug gescheit ausgetrocknet ist, einen weiteren Versuch damit geben. Aber ich denke, das wird noch hier mein Lieblingsfeuerstoff werden. Etwas an Glut haben wir noch von der Kohlen. Naja, aber auch nicht mehr viel. Ja gut, dann schmeiße ich einfach noch mal einen Anzünder unten rein und schiebe das Schilfgras dazu. So, das wäre schon mal drin. Und dann schauen wir mal, wie sich das Zeug so entwickelt. Ja, noch brennt der Anzünder unten drin. Aber das Schilfgras scheint auch schön zu feuern. Also das soll jetzt aber keine Aufforderung sein, dass hier überall die Seen plündert, wo irgend sowas wächst, sondern eigentlich nur, ja, wenn man sowas, so wie ich, als Sichtschutz im Garten gepflanzt hat und ja, das im Frühjahr abschneidet, damit es dann neu nachwachsen kann. Also sprich, ich habe von dem Zeug jedes Jahr im Frühjahr immer eine riesen Portion übrig. Das brennt wesentlich schneller ab als alles andere, habe ich aber auch so erwartet. Aber es brennt. Und es brennt geil. Und es brennt jetzt schon. Und heiß brennt es auch. Und das lose Kleingemüse hier, schaut mal her, das brennt sowieso wie der Zunder. Ja Freunde, ihr seht, auch das Zeug brennt wie Zunder. Man könnte jetzt ja natürlich auch noch Kartonagen einrollen und reinschieben, aber das gibt verdammt viel Asche. Also nicht unbedingt zu empfehlen. Aber so, wenn man so diverse Sachen übrig hat, warum nicht? Aber Leute, ihr habt es jetzt gesehen. Das Video ist eh schon höllenlang und ich würde sagen, wir sprechen noch ein kurzes Schlusswort. Schlusswort? Schlusswort. Während ich nebenbei noch das Zeug fertig verheiz. So Freunde, dann sind wir am Ende von ja, der kleinen Miniserie vom Dreiteiler angelangt. Sprechen wir noch das komplette Fazit zu dem EcoZoom und zu den Brennstoffen. Am saubersten und mit am heißesten ist natürlich die reine Holzkohle. Ganz klar, Briketts könnten wir auch verfeuern.
Die habe ich jetzt aber nicht ausprobiert. Dann kann man natürlich Holzstecken reintun. Alternativ tut es auch Schilfgras, Bambusstecken, die sollten vorher getrocknet sein. Walnüsse, wohl dosiert, wohlgemerkt. Und bei alledem beachten, macht es das Ding nicht zu voll. Immer so, dass eigentlich der Kamin so gut, wie soll man sagen, noch frei bleibt. Oder damit der Kamineffekt erhalten bleibt und nicht das Loch komplett verstopft ist. Also ich habe definitiv gezeigt, auch wie man es nicht machen soll. Ich glaube, das ist sehr gut rübergekommen. Dann, wenn man so ein Ding ganz heftig anfeuert, definitiv nicht unter der Pergola. Könnte Ärger mit dem Schatz geben, wo sie vollkommen recht hat. Hätte jetzt der Junior das unter der Pergola gemacht, ich glaube, ich wäre herausgekommen und hätten gleich erschlagen. Tja, das Ding zum Mitnehmen, so schwer ist er nicht, passt in jedes Eck vom Kofferraum, hätte ich mal behaupten. Am Baggersee oder so, ja, kann ich mir sehr geil vorstellen. Grillen, nur bedingt möglich. Gut, wenn man jetzt Kohlen drüber tut, aber da ist halt die Öffnung einfach zu klein. Das Ding ist einfach als Kochgerät gedacht. Aber bezüglich Grillen, ja, ich glaube, da könnte in ein oder zwei Wochen noch ein Video dazu kommen. Weil ich habe was im Auftrag gegeben. Das werde ich aber vorher definitiv antesten. Und wenn das funktioniert, lecko mio, dann wird es mal richtig geil mit dem Gerät. Ja, noch geiler als es jetzt schon ist. Gut, die 30 Minuten oder 35 Minuten habe ich mir jetzt mit Sicherheit schon gesprengt. Ich kann das Gerät, den Ecotum Raketenofen, absolut weiterempfehlen. Ja, mehr habe ich jetzt im Moment dazu nicht zu sagen. Es werden definitiv weitere Videos folgen, besonders mit meinem in Auftrag oder mit meiner in Auftrag gegebenen Bastelarbeit. Gut, Leute, wir sehen uns. Ciao.